Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesprochen heute über das Wachstum. Und genau an diesem Punkt muss man Zweifel in Ihren Beitrag heute setzen, denn wir wissen, dass Wachstum, die Dynamik in Deutschland, steht eben nicht mehr so zur Verfügung wie über ganz weite Teile Ihrer bisherigen Amtszeit. Der Bundesfinanzminister hat es gestern dargetan. Wir können nicht sicher sein, dass es tatsächlich in der Wirtschaft so weitergeht wie bisher, dass die Staatsannahmen weiter so prosperieren, dass wir uns auf Rekordbeschäftigung stützen können. All das sind keine Garantien. Und deshalb ist es nun notwendig, dass wir auch die politischen Konsequenzen ziehen und dass wir wieder stärker in den Blick nehmen, wie wir auch zukünftig unsere Wettbewerbsfähigkeit behaupten. In Ihrer Aufzählung des Handelns Ihrer Regierung mit Blick in den Etat stelle ich nicht fest, dass diese neue wirtschaftliche Realität sich tatsächlich auch bereits abbilden würde in den Prioritäten. Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und. Alles überwiegend konsumtive Aufgaben. Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren. Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden, Frau Bundeskanzlerin.